Okay. We are in the Okay, let's go. Let's go. One, let's go. Two, three. Mayo Marabon sa Pilipinas. I love you, Jake. Willkommen auf den Philippinen. Ich glaube, die 7000 schönsten Inseln der Welt. Philippinen ist vor allem auch Strandfeeling pur. Und gestern haben wir eine Frage bekommen von der Nadia. Und das ist eigentlich gerade der perfekte Ort, um die zu beantworten. Sie möchte gerne ein bisschen wissen, was so im Hintergrund abläuft. Und das zeigen wir heute. Und da spielen Hängematten auch eine Rolle. Wir machen das Filmen ja in erster Linie, einfach weil es uns einen riesen Spass macht. Wir haben richtig gefreut, um neue Perspektiven herauszufinden und ein paar Sachen auszuprobieren und hoffentlich bei jedem Film ein bisschen besser werden. Oder auch schlechter. Oder schlechter. Und zudem ist die Kamera ein bisschen wie ein Reiseführer für uns. Sie treibt uns zusätzlich an, noch mehr und noch coolere Sachen zu erleben. Und ich würde sagen, auch dank der Kamera haben wir noch viel mehr erlebt, glaube, als wir sonst erlebt hätten. Wir sind hier am Dumaluan Beach, ein Part von unserem Strandhopping. Und laut TripAdvisor der schönste Strand hier auf der Insel Panglao. Wir haben eigentlich überhaupt nicht so coole Kameras, sondern recht simpel. Wir arbeiten mit der Canon. Jetzt 80D. Stimmt das? Schaut? Ja, okay, er nickt. Mit der Canon 80D. Mit einem Weitwinkelobjektiv und einem Zoom-Objektiv. Beides das Billigste, das man finden kann. Ich hoffe, die Ausrüstung können wir ein bisschen aufbessern, wenn wir demnächst mal in der Schweiz sind. Sie ist nämlich auch schon recht sandig, wenn man sie schon recht oft ja, an einem Strand dabei hatten und nicht ganz so sorgfältig damit umgesprungen sind, wie es Material verlangen würde. So, jetzt gehen wir fliegen. Und zwar mit diesem Prachtkerl hier, Phantom 4. Das ist übrigens auch der richtige Zeitpunkt, um mal etwas klarzustellen. Der Kilian fliegt zwar die Drohne, weil ich mal gegen die Wand geflogen bin, traue ich mich nicht mehr. Aber also, vor dieser Drohne rumtanzen, ist also auch eine schwere Aufgabe. Das Narschen. Also die guten Ideen, die wir mit der Drohne durchfliegen, meistens durch die Drohne. Muss ich auch mal so zugeben. Wir sind hier mit unserem fliegenden Rasenmäher ja schon in diversen Ländern gewesen, haben mit verschiedensten Airlines über 10 Flüge schon gemacht und haben eigentlich wirklich nie ein Problem gehabt. In Indien haben sie ein bisschen komisch reingeschaut, das hat aber daran gelegen, dass sie so ein Ding noch nie gesehen haben. Und jetzt probiert mal um einen indischen Sicherheitsmensch zu erklären, dass es eine fliegende Kamera gibt. Nicht ganz einfach, aber die Leute waren so freundlich gewesen, dass es auch dort überhaupt kein Problem war. Und jetzt sind wir mal viel zu noch dabei, wie so ein Ding in die Luft geht. Passet auf, ein bisschen zurückbleiben. Okay, los geht's. Das Ganze ist eigentlich ganz einfach, weil es funktioniert eigentlich alles von allein. Also so fast. Ich bin der Point of Interest, wenn der Kilian mit der Drohne fliegt. Das sind die Aufnahmen, die so cool, schön rund sind. Und
Und wir fangen die Drohne auch immer. Es ist einfach einfacher, als auf dem Boden zu landen und vor allem sicherer. So einfach geht das. Loredana fängt das Ding immer hervorragend. Teamwork! Okay, jetzt zeigen wir euch unser Wundermaschinerli, wo die ganzen Filme entstehen. Ich hol das schnell. Der Schlüssel. Der Abfall. Ich arbeite eigentlich immer mit dem MacBook. Es ist einfach benutzerfreundlicher. Wir haben auch ein Windows dabei, aber ich glaube, wir brauchen den praktisch nie. Was wir drauf haben, ist Premiere von Adobe und unser absoluter Geheimtipp, obwohl es wahrscheinlich jeder auf seinem iPhone oder MacBook hat, iMovie. iMovie Quick and Dirty, das perfekte Programm. Es gibt kein anderes Programm auf dieser Welt, wo du innerhalb von ein paar Minuten einen Film kannst kreieren kannst. Perfekt für quick and dirty schnell irgendetwas zu machen. Premiere braucht man eigentlich wirklich hauptsächlich für 360 Videos. Auch eine tolle Sache. Ja, es ist einfach so wie, es ist viel zu gross. Es ist viel Es braucht einfach länger. Es braucht für alles länger. Länger zum Ausspielen, länger zum Einspielen. Das ist wie wenn du so einen Bagger organisierst, um ein kleines Loch im Garten zu machen, anstatt einfach die Schaufel zu nehmen. Wo du in 2 Minuten das Loch gebuddelt hast und bis du den Kran überhaupt dort hast mit seiner Schaufel und allem, vergeht einfach eine halbe Ewigkeit. Klar ist dann das Loch perfekt und alles, aber Und da wir sowieso kein Color Grading oder etwas machen, unsere Filme sowieso einfach original sind, mit Pickel, rötlicher Haut und hässlicher Frisur. Und vor allem mit original Mehrfarbe, also nicht gefiltert, sondern dass du wirklich siehst, ob das Meer jetzt wirklich blau ist oder ob euch der Ferienkatalog angelogen hat. Das Ding da hinten auf meinem Rücken haben wir ziemlich oft dabei, wenn wir unterwegs sind. Das ist eigentlich unser ganzes Produktionsstudio. Kompakt verpackt in einem Rucksack, da ist Drohne drin, da sind Kameras drin, da ist auch das MacBook drin, wo wir können schneiden können, auch unterwegs. Wir haben ganz viele Totzeiten unterwegs, die wir können nutzen können, um einen Film zu schneiden. Was ich am schlimmsten finde am Filmmaterial, sind Unterwasseraufnahmen. Da filmen wir irgendwie eine Stunde lang beim Schnorcheln unter Wasser. Dann hast du noch irgendwie eine Stunde lang Aufnahme, wo alles genau gleich aussieht und einfach irgendwelche blöden Fischli durchschwimmen. Aber das du stimmt. Willst das immer machen. Die guten Aufnahmen zu finden, das ist die Herausforderung. Auch ich finde es aber immer trotzdem noch schön zu sehen. Ich finde Unterwasseraufnahmen so etwas Langweiliges. Das ist übrigens unsere Unterwasserkamera. Die kommt jetzt mit mir mit. Ich gehe ins Wasser und dann bleibe ich den Rest des Tages. Ciao zusammen. Loredana ist in der Hängematte gefangen wie eine Fliege, die in ein Spinnennetz geflogen ist. Das ist so gemein. Die Dinger sind auch mega unpraktisch. Da ist auch wieder so ein Sausiech. Probier's du mal, Schatz, komm. Ich mache jetzt mal eine Challenge. Und zwar part of the challenge, die Hängematte. Reingumpen, ohne rausfallen. Okay, ist nicht schlecht. Tada! Ist nicht so elegant gewesen. Good enough. Come on.
Du kannst mega gut, das ist gar nicht lustig. Jetzt mache ich den Sprung meines Lebens. Au, wieso kann ich im Nachhinein runter? Ich war ja schon fast drauf. Aber es hat so einen blöden Schwenk gemacht. Es hat so blöd nach innen geschwenkt, das ist unfair. Alles okay? Nein. Oh. So eine blöde Idee.